Ja, herzlich willkommen zum ersten. Ja, mir ist ja vielen natürlich aufgefallen, dass ich hatte die Folge einfach den alten Befehl übernommen gehabt, obwohl ich ja hätte die Nummer 1 hochzählen müssen. Und habe dann natürlich auch bei der nächsten Aufnahme einfach dann 1 hochgezählt, obwohl ich das natürlich dann auch dementsprechend falsch war. Hab also die beiden Dateien umbenannt und dementsprechend auch richtig hochgeladen. Nur halt hier im Fenster steht natürlich in dem Sinne Kauderwelsch. So, jetzt mal eine andere Sache. Und zwar habe ich mir die vorgenommen. Ich zeige euch mal eine Welt von mir, die ich letztens gefunden, also gestern gefunden hatte. Eine von mir, eine sehr alte Map. Von einem sehr alten Mytest. Und die wollte ich euch mal zeigen. Und zwar ist das. Nein, nicht Linux Mint, das ist Quatsch. Kommen wir doch einfach mal hier. So, wie? Und zwar ist das eine Map, die habe ich über Jahrzehnte gebaut. Ich hatte auch damals ein großes Let's Play gemacht. Damals hieß ich noch, mein Künstlername war damals Gronkh. Und ja, da hatte ich über 1200 Folgen eine Map erstellt. Und diese Map, die möchte ich jetzt quasi als Eigentümer quasi präsentieren. Ja, man sieht hier meine Map. Ja, so sah das Ganze aus. Da hatte ich hier so einen Bauernhof und Tiere. Wir hatten auch damals eine Windmühle gebaut und einen Stadtpark. Ja, und solche Sachen. Wir hatten hier auch Dschungel. Und natürlich ganz groß der Aussichtsturm, ne? Und natürlich auch hatten wir hier ein Baumhaus. Und ein Haus im Eis, ne? Sollte man nicht vergessen, wichtig. Ja, also wie gesagt, alle, die meine alten Let's Plays geguckt haben, damals noch, wie gesagt, unter meinem total abstrusen Künstlernamen Gronkh. Total bescheuert, ich weiß. Aber damals war ich noch ein Kind, ich war damals noch 12. Hatte ich hier halt diese, naja, mehr oder weniger schöne Welt gebaut. Ich selbst fand sie dann nicht mehr so schön, habe sie auch gelöscht, habe quasi danach erstmal meinen gesamten Rechner deinstalliert, Festplatten mit Nullen überschrieben und danach noch mit einem Tuch abgewischt. Ja. Allerdings ist mir dann leider aufgefallen, beim Abwischen der Festplatten sind dann quasi die Daten runtergefallen, sodass ich sie dann später beim Aufräumen dann doch wieder gefunden hatte und damit wieder die Welt zusammensetzen konnte. Lange Rede, gar keinen Sinn, das ist natürlich alles Verarsche hier. Nein, ich bin natürlich nicht Gronkh. Was ich euch sagen wollte, ist tatsächlich eine Welt, die tatsächlich ich gebaut hatte, früher damals, mein Test. Und zwar mit der uralten Version, die allererste mein Test-Version, die ich hatte, war die Version 3.1. Und ja, da hatte ich damals auch eine Welt gebaut. Ich weiß nicht, ob das richtig angezeigt. Ja gut, ist Fenstermodus. Ja, damals hatte ich auch noch keinen Künstlernamen, damals, weil, ja, Baum, habe ich mich einfach über Ronny genannt, eiskalt, und ich mache kurz ein bisschen Zeit. Gott, das gute alte Mindtest. Tada! Oh ja, muss man dazu sagen, das hier ist bereits ein Texture-Pack, auch damals gab es schon Texture-Packs für Mindtest Version 3.1, obwohl das Spiel damals noch gar nicht... Man musste damals das Texture-Pack selber in das Spiel einarbeiten, ja. Und wie gesagt, das hier war so meine kleine Welt. Ah, hier so ganz kleines Haus. Es gab damals noch keine Türen. Dementsprechend habe ich einfach immer so einen Sandklotz hingequetscht. Ich kann es euch ja mal... Alter, wieso blitzt ihr hier immer so auf? Scheint so nicht ganz so super zu funktionieren. Ja. Hier so meine kleine Höhlenanlage. Es gab damals, das wurde später tatsächlich entfernt, Mobs, also Tiere, original in the Vanilla Mindtest Game Engine Game. So, und zwar gab es, soweit ich weiß, Ratten, die konnte man auch braten, also jagen, Fleisch ernten und dann Scheiße braten. Es gab aber auch, Gott, wie hieß es denn, diese Viecher? Oriki oder irgendwie sowas, das waren so eine Monster, und dann gab es auch noch Dungeon Masters, also es gab hier zwei große, mindestens zwei Feinde. Ja gut, die Lava sieht jetzt nicht so überwältigend aus, leuchtet ja nicht mal. Warte mal ganz kurz. So,
Und zwar hat man damals boah. User Share Mein Test. Genau. Man hatte ein Verzeichnis direkt unter der Ordnerstruktur und hier waren direkt einfach alle Texturen abgelegt. Und wenn man jetzt selber ein Texture Pack hatte, dann musste man das praktisch in diesen Ordner packen. Das Problem war dabei, dadurch, dass MyTest selber kein Feature hatte für Texture Packs, hat man damit praktisch die System, die Originaltexturen einfach eins zu eins überschrieben gehabt. Sprich also, man hatte kein Auswahlmenü im Spiel, so wie heutzutage. Dementsprechend hatte ich dann natürlich von den alten Texturen Backup angelegt. Das ist der Ordner hier. Jetzt kann ich ja mal ganz kurz nochmal einen neuen Ordner erstellen. Backup 2, ultra kreativ. Ich schiebe das alles da rein und das alles aus dem Backup-Ordner ziehe ich mal raus. So, das waren die Original-Texturen. So sah das Ganze früher aus. Ah, man merkt, die Texturen sind noch wesentlich. Naja. Alternativer. Möchte ich das jetzt mal sagen? Wie komme ich hier wieder raus? Gott, Alter. Einfach immer noch rumklettern. Meine Bauweise war schon früher recht simpel. Ja, wie gesagt, das hier ist so eine alte Map von mir. Komme ich jetzt wieder raus? Wie konnte man früher. Gab es früher schon. Nee, nicht raus. K. Ah, doch, Free Move gab es früher schon. Oh. Ich sehe noch meine alten Tasten, meine alte Tastenbelegung, also die originale MyTest-Belegung. Komm mal rein. Ist hier auch Speed? Nein. Aber ich brauche doch Speed. So. Nein, das da. Bam. So. Ja, wie gesagt, so sah das Ganze denn früher aus. Da auch Dschungel. Ich fand übrigens, dass früher der Map-Gen eigentlich auch relativ nice war. Sieht man eigentlich so relativ gute Landschaften. War ich jetzt nie wirklich abgeneigt gegenüber. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich persönlich mag es eher so ein bisschen so geschilderte Landschaften. So weite Flächen und so. Finde ich persönlich halt nicer. So sah das Ganze dann halt auch früher aus. Man merkt auch, die Kisten haben früher extrem herausgestochen. Warum das so war, keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand die Texturen immer ultra unpassend. Hatte mir auch damals schon selber quasi eine eigene Textur extra für die Kisten damals erstellt gehabt. Die ist jetzt natürlich nicht mit bei. Weil das ist jetzt praktisch eine Neuinstallation von MyTest, wo ich meine alte Spielwelt reinkopiert habe. Hier ist auch so ein kleiner Dungeon. Und da hinten ist nochmal so ein bisschen Dschungel quasi. Ja, so hat man früher mein Test gespielt. Wie gesagt, gut, Ratte sehe ich jetzt hier nicht, wo auch noch immer. Aber wie gesagt, so, das hatte ich halt gestern beim Durchstöbern meiner alten Knoppix 64 Installation gefunden gehabt. Kann man das überhaupt lesen? Ja, wo Digga, meine Kamera ist ja richtig gut. Meine alte Knoppix-Installation, da ist die Spielwelt auch mit drauf. Und von da habe ich das extra jetzt mal hier rüber kopiert. Ultra nice, ultra geil. Ich mag so nostalgische Momente. Und das Witzigste ist, oh Gott, Alter, ich wollte eigentlich sogar nur ganz kurz machen. Erstmal ziehen wir das mal wieder alles rein. Ziehen das alles wieder raus. Easy. Ja, ich habe mir auch für diesen Ordner Schreibrechte gegeben. Normalerweise ist das ja ein Ordner, wo eine Root drauf zugreifen kann. Aber extra, explizit der Ordner ist der einzige, wo auch normale Benutzer drauf zugreifen können. Weil, wie gesagt, bei MyTest war es damals ein bisschen unglücklich gelöst. Ist quasi ein Workaround. So, und das Witzige daran ist, jetzt muss ich überlegen, wo war die Welt gespielt? Achso, ja, eben, das war ja unter, hatte ich ja hier Old MyTest. Genau. Und jetzt kommt, man hat auch damals keine verschiedenen Welten, sondern es gab damals in MyTest halt nur eine Welt, sieht man ja hier. Wenn ich das Spiel nochmal starte. So, genau, brauche ich gar nicht. So, da hat man halt nur eine Welt. Man hat also hier keine Auswahl, sondern man kann einfach nur das Spiel starten.
oder halt seine aktuelle Map halt löschen. Man kann da keine irgendwie Map auswählen oder ähnliches, weil es gab damals halt nur eine Map. Dementsprechend gab es auch hier halt im World-Ordner keine Unterordner, sondern hier war halt direkt die World drin abgespeichert. Aber, das ist das Witzige, man kann diesen gesamten World-Ordner jetzt kopieren, in seine aktuelle MyTest-Version einfügen, natürlich dann unter World, klar. Jetzt hast du praktisch im World-Ordner den World-Ordner, den kannst du jetzt umbenennen, weiß nicht, MyTest World Version 3.1, so easy. Und das ist nämlich das Geilste daran, du kannst jetzt quasi aus deiner, aus den modernen Versionen, also jetzt hier wieder mit MyTest Version 5.01, kannst du tatsächlich auf deine alte Welt, das ist natürlich meine Let's Play Version gewesen gerade, ja, so, sieht es von unten die Leiste wieder nicht, aber gut, kann man tatsächlich darauf einfach zugreifen. Da hat man sie. Es gibt zwar natürlich ein paar Fehler, heißt also, man wird hier erstmal, wenn man die Welt startet, hier oben mit Fehlermeldungen zuges. Ach ja, okay. Wichtig. Man muss die Welt einmal starten, dann muss man die Welt wieder verlassen. Und wenn man nämlich die Welt wieder verlassen hat, hat nämlich die neue MyTest-Version den Ordner ein bisschen editiert und hat dann noch ein paar neuere Sachen mit hinzugepackt. Da. Und die Sachen, die jetzt hinzugepackt wurden, die muss man editieren. Und zwar muss man jetzt in die WorldMT-Datei rein. Und dieses LevelDB ist Quatsch. Man hat zwar einen Ordner, Map Database, die ist aber Quatsch, weil er hat nämlich die Welt wie modernes MyTest als SQL-Datenbank abgelegt. Dementsprechend muss man jetzt hier auch eingeben, SQLite 3. Bap. Und jetzt ist praktisch die Welt beim zweiten Start. Wie gesagt, man muss die Welt immer einmal starten, dann werden halt die ganzen anderen Dateien angelegt. Ja, und die kann man dann halt bearbeiten, die Dateien. Und dann kann man das nochmal starten. Und ab jetzt, tada, ist man in seiner alten Map. Nur halt, man wird halt, sieht man hier gleich sofort, unverrückte Linien und jetzt werden immer mehr. Man wird halt erstmal zugespammt. Klar, weil zum Beispiel gibt es halt hier bestimmte Objekte gibt es halt hier nicht mehr. Klassisch zum Beispiel diese, die Ratten, die Ocelots oder halt die Dungeon Master zum Beispiel. Wenn die in der Map auftauchen, hat man da dieses andere Objekt drin. Aber ansonsten kann man halt hier ganz normal seine uralte Map nehmen und sie funktioniert in MyTest Version 5.1 tatsächlich noch fast genauso, wie man es damals in Erinnerung hatte. Wer gerade genau hingeguckt hat, das verändert sich erstmal, weil praktisch die alten Daten erstmal abgeleitet werden. Und hier hat man schon das erste Ding, was nicht funktioniert. Aber als andere funktioniert einfach klassisch weiterhin. Ja, die Fackeln sind natürlich auch ein bisschen verkackt. Die Fackeln funktionieren so auch nicht. Die sind irgendwie immer genau falsch. Warum auch immer. Bitte schließen. Danke. Ja. Das jetzt nochmal nur so am Rande. Wie gesagt, das hatte ich halt gestern gefunden gehabt. Finde ich persönlich ultra nice, ultra funny. Wollte ich euch mal zeigen. Ist mir gerade so eingefallen. Schick. Also wenn ihr alte Maps habt von früherer MyTest-Version, keine Angst, ihr könnt die weiterhin verwenden. Zumindest bis jetzt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Kann ich nochmal richtig klassisch Let's Play starten. Und damit dann machen wir aufgehört haben. Ja, so viel halt dazu. Gut, wo waren wir? Wir waren gerade dabei. Genau. In die Richtung müsste unser Haus liegen. Und wir müssen in die Richtung. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer schönen Wüste, wo es Rotstein gibt. Ich würde mein Dach nämlich gerne aus klassischen Rotstein bauen. Ja, ich könnte natürlich auch jetzt Lehm suchen und richtig Ziegel machen, aber das Problem ist, diese Ziegeltexturen das da, das ist mir jetzt einfach zu kräftig von vom Kontrast her. Also ich weiß nicht, Ziegelbruchstein, wenn ich die Textur gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich diese weißen Striche etwas nicht so auffällig gemacht, weil ich das wirkt einfach wie so ein
ja, ein völlig übertriebenes Muster. Mag ich persönlich jetzt nicht so sehr. So, dann kommen wir hier in die. Was ist denn hier passiert? Okay. Oh, hier war wahrscheinlich schon ein Spieler. Hier sind mehrere Bäume so. Ja, doch, hier war ein Spieler. Da hat jemand wieder ein bisschen Holz gesucht und ja, die Bäume ein bisschen schädlich hinterlassen. Schweine. So, ich hoffe, wir laufen in die richtige Richtung. Ja, noch laufen. Noch laufen wir in die richtige Richtung. Oh, ein Schwein. Oink, oink. Komm her. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Dankeschön. Oh mein Gott. Kacke, komme ich gar nicht rüber. Ach, doch, da. Da hat er schon, komme ich rüber. Das wäre nicht so fein gewesen. Ich das nicht. Ich habe Glück, wir werden hier, was so Wüste angeht, wohl noch ein Stück gelaufen dürfen. Weil jetzt kommt erstmal Dschungel. Und der Dschungel ist meistens ein relativ großes Biom. Da ist natürlich Bullshit. Alter, das sieht aber ja. Boah. Ach du Kacke. Fuck. Das wollte ich nicht. Aber noch komme ich zum Glück raus. Glück im Unglück quasi. Ich komme auch gar nicht weiter, oder? Ah, doch, komme ich weiter. Ah, das hier ist magisch. Das ist auch so ein relativ neues Feature von Minecraft. Finde ich von Optik her ultra geil. Kann ich bitte wieder hoch? Doch, richtige Richtung. Sowas mache ich schon mal weg. So eine Lilienholzstämme. Quasi wie so ein Förster. Mache ich auch immer, wenn ich eine neue Welt betrete und ich mich irgendwo niederlasse, dann durchforste ich immer erstmal die gesamte Gegend und suche so rum die nur Holzstämme und sammle die immer erstmal auf und lasse die Bäume meistens stehen. Ich bin also richtig naturbewusst. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Ja? Ich habe viele kleine Kinder geärgert, aber zur Natur war ich immer lieb. Immer. Außer gestern, als ich meine Pfandflasche weggeworfen habe. Und davor, als ich meinen Joghurtbecher weggeworfen habe. Und davor, als ich meinen Ölkanister einfach im Wald ausgekippt habe. Und das liegen gebliebene Auto, das ich einfach im Fluss versenkt habe, das zählt jetzt natürlich auch nicht dazu. Aber ansonsten bin ich schon ein braver Dude. Ha. Wenn man die Atomkatastrophe, die von mir ausgegangen ist, jetzt ignoriert. Und so allerlei anderer Geschick. Missgeschick. Digga, kann der vielleicht mal wissen? Oh, zwei Blöcke nebeneinander. Zwei Stämme nebeneinander. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kann jetzt hier mal ein bisschen Wüste kommen? Rote Wüste vielleicht? Oh, rotes Gestein. Ah gut. Ich glaube, ich laufe erstmal hier an dem Dschungelbiom dann mal ein bisschen so kreisrum vorbei und dann Richtung Heimweg. Ich glaube mal, das mit dem Wüstenbiom erfüllt ansonsten hier nichts mehr. Kann man ein bisschen hinmachen hier. Badam, 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 badam. Und schon sterbe ich. Fuck, das riecht gut hoch. Da ist ein Loch im Gestein. Interessant. Da hat der Maurer ein Loch gelassen. Fuck! Mann, ich wollte da kleine Uhr sollen. Dankeschön. Wer ist jetzt? Oder ungefähr da hoch. Eigentlich wollte ich da gar nicht hoch. Was mache ich hier eigentlich gerade? Bin ich denn des Wahnsinns? Oh, hier komme ich gar nicht mehr hoch. Oh mein Gott, ich werde sterben. Hallo? Danke. Jetzt darauf. Danke, 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 danke. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh, ich werde höhenkrank. Oh, das auf mein altes, schwaches Herz. Oh mein Gott, wie konnte es so weit kommen? Was habe ich getan? Klar, jetzt ist natürlich auch der gesamte Dschungel von Wasser umgeben. Fuck! Fuck! Alter! Das Objekt Ronny ist verstorben. Oh Mann. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden wird. Oh, da ist ein Loch. Da ist ein Licht am Ende des Wegs. Ich muss ja erst Folge leisten. Oh Gott, noch mehr Dschungel. Wollt ihr mich denn verarschen? Das ist aber nicht mehr nett. So. Jetzt kletter ich hier über die Blätter drüber. Spaziergang nicht durch den Wald, sondern über den Wald drüber. Yay. Ich bin Tarzan. Denn ich habe in der Tat einen Zahn. Yay. So. Aha, da kommt wieder Grünfläche. Wir kommen aus dem Dschungel raus. Yay! Achso, wer sich gerade gewundert hat, die Map von Gronkh. Das war seine originale Mindtest-Welt, Minecraft-Welt. Und die habe ich mit Minecraft-Import, also MC-Import, ist praktisch ein Programm für Mindtest. Damit kannst du halt, ja, halt Minecraft-Welten weitestgehend in Mindtest-Welten umwandeln. War das richtig? Also Minecraft in Mindtest-Welten umwandeln. Leider unterstützt dieses Programm nicht Mindclone, weil das wäre natürlich noch näher dran, weil Mindclone ist ja quasi schon ein Minecraft-Klon. Von daher wäre da die Portierung eigentlich sogar einfacher. Aber dieses Tool zielt halt auf das originale Mindtest halt ab. Ja. Wie gesagt, die Map an sich kann weitestgehend konvertiert werden. Was natürlich dann fehlt, sind natürlich solche Sachen wie Tiere. Hat man auch gesehen, die Bauernhöfe von Gronkh, seine komischen Ställe da, die waren ja alle leer. Und auch so manche Sachen funktionieren nicht ganz so halt. Also wenn man jetzt zum Beispiel welche Fenster hat oder ähnliches, kann sein, die Fenster sind ja so eine flachen Scheiben und die sind ja immer gegeneinander angeordnet. Und dass die dann nicht mehr so nebeneinander sind, sondern quasi so gestellt. Also da gibt es ein paar kleinere Bugs, aber das kann man alles dann per Hand nochmal beheben. Aber so die Map im Großen und Ganzen wird eigentlich relativ gut importiert, also habe mich selbst ein bisschen gestaunt, wie flott, wie gut das ging. Die Geister haben mich ja komplett verrannt. Scheiße, wo ist der jetzt lang? Oh Gott, hier geht's nicht weiter. Och nö, ernsthaft jetzt? Mann, oh. Kann ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Ach, doch alle dumm. Ihr werdet alle dumm sterben. Merkt euch meine Worte. Ey, da geht jetzt gerade den ganzen Weg zurück, oder was? Hier geht's hoch. Sehr schön. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, tatsächlich. Das ist genau der Weg, durch den wir vorhin gekommen sind. Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Weg zurückfinden werden wir dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Ronny, der neue Tarzan. Schau mit vor.